Hallo zusammen, wir kümmern uns mal wieder um ein Haustierthema in Pandaria. In diesem Falle ist es Bäuerin Nishi, findet sich hier im Tal der Vier Winde, im Kernland, wie ihr hier seht. Und Flüchtlinge von dann allen wollen Reisen. wir uns den Eine Kampf mal sichere Reise. anschauen. Ich habe folgende Pets dabei. Einmal ist es der pandarische Wassergeist. Wie ihr den kleinen Jungen bekommt, beziehungsweise bekämpfen könnt, habe ich einen Guide gemacht. Schaut euch den an. Dann könnt ihr den auch bald haben oder in eurem Besitz nehmen. Viel Glück. Ansonsten habe ich dabei den zurückgelassenen Hai und den Aufziehgnu. Ja, was gibt's noch zu sagen? Diese Sirene ist ein bisschen nervig, wie man sehen kann, weil die sehr, sehr viel Heilung dabei hat. Und wenn es ungünstig läuft, dann kann das eigene Pet auch mal sterben, bevor die Sirene tot ist. Ja, weil diese blöde. Das ist unglaublich. Also dieses Pet kann man sich übrigens selbst auch besorgen. Die Sonnenblume hier. Gibt es als Pet im Spiel? Ich weiß gar nicht. Heißt. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Schauen wir mal ganz kurz. Und zwar ist es da. Wir kämpfen hier nebenbei noch weiter. Da, die singende Sonnenblume. Die. Also zwei aquatische Pets sollte man schon mit in den Kampf nehmen. Welche man nimmt, ist jedem selbst überlassen. Ich habe mich jetzt für die beiden entschieden, wobei ich den pandarischen Wassergeist immer gerne nehme, weil er relativ stark ist. Und da gibt die Wurzel auch auf. Kriecht wieder zurück in die Erde. Jetzt mache ich den Rest noch mit meinem Hai. Hau dieser olle Raupe so oft auf den Kopf. Hau der. Bis mein Hai kaputt ist. Das ist auch schon passiert. Ich komme mein Aufziehgnomen ins Spiel. So. Das sollte jetzt aber echt kein Problem mehr sein. So, das war's. In dem Falle viel Erfolg beim Selbstausprobieren und bis zum nächsten Guide. Ja, ciao.